Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar News, dem Online-Nachrichtenportal aus und für die Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sahen soeben die Freischaltung des neuen Newsroom der Stadtmarketing Mannheim GmbH, eine neue Internetplattform mit der Einbindung der Social Media. Sie soll noch mehr Informationen gebündelt an die Bürger, die sich für Mannheim interessieren, weitergeben. Bei uns ist nun Marion Treu, sie ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Stadtmarketing und bei uns sind auch noch die Entwickler im Gespräch. Der Newsroom soll eine Plattform sein, der einfach Informationen über die Stadt bündelt. Pressemitteilungen, Dinge, die im Web 2.0 erscheinen, Facebook, YouTube, Twitter, Pressemitteilungen der Stadt Mannheim, das Stadtmarketing Mannheim, wichtige Informationen, die sich Mannheim interessierte, Bürger oder auch Journalisten auf einem Portal runterholen können. Und was verspricht sich Stadtmarketing davon? Also das Stadtmarketing hat ja momentan zwei Homepages in seiner Verantwortung. Das ist einmal www.stadtmarketing-mannheim.de und die tourist-mannheim.de. Das sind zwei verschiedene Seiten, die mit Sicherheit auch ein wenig mehr Zeit und die leseintensiv sind. Der Newsroom soll einfach eine schnelle Plattform sein, die weltweit abrufbar ist. Wichtige, schnelle Informationen über die Stadt. Das ist eben zum einen, wie gesagt, das Öffentlichkeitswirksame. Und zum anderen liegt uns auch daran, dass die Hochschullandschaft in Mannheim mit Projekten versorgt wird. Und es war in dem Fall die DHBW, die was Praktisches gebraucht hat. Und von daher ist das eine Zusammenarbeit, die sich gegenseitig sehr befruchtet hat. Vielen Dank für dieses Statement und viel Erfolg dem Projekt. Dankeschön. Bei uns vor der Kamera ist Patrick Grohmeier, er ist für die Entwicklung zuständig, Florian Meyer, er ist fürs Design und Astrid Ebert, sie ist für die Konzeption zuständig des neuen Newsroom, der heute hier in Mannheim vorgestellt wurde. Vielleicht fangen wir mit dem Entwickler mal an, Patrick Grohmeier. Wie ist man auf die Idee gekommen, sowas zu machen und was hat Sie inspiriert? Die Idee ist eigentlich schon vor einem Semester entstanden, dass wir, dass eine Kommilitonin von uns eine Ausarbeitung zum Thema Newsrooms getätigt hat. Das hat unserem Professor so gefallen, dass wir dann weiter so eine Software entwickeln durften. Das hat so gut geklappt, dass wir dann die Gelegenheit bekommen haben, die Software weiterzuentwickeln und dann für die Stadt Marketing umzusetzen. Worin besteht die Herausforderung, die Besonderheit bei einer Programmierung eines solchen Newsrooms? Was für Voraussetzungen muss man mitbringen als Programmierer, wenn man sich solch einem Thema stellt auf so einer wissenschaftlichen Basis? Man sollte Kenntnisse über Web und Schnittstellen im Web haben. Natürlich auch fortgeschrittene Kenntnisse in der Programmierung. Es reicht nicht mehr nur HTML, CSS, man muss da auch mit größeren Technologien arbeiten können, wie PHP, Schnittstellen und typischerweise, was man in einem Studium vermittelt bekommt. Und wo war jetzt speziell bei Ihnen die Herausforderung? Wo haben Sie vielleicht auch Probleme gehabt, wo Sie die Nacht nicht geschlafen haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, wie kriege ich das gelöst? Die Herausforderung ist immer, das System so zu bauen, dass es eigentlich flexibel auf alle Umgebung oder auf alle Einflüsse reagieren kann. Und dann auch, wenn der Kunde meint, er möchte jetzt was ganz anderes haben oder er möchte es geändert haben, dass man dann nicht irgendwie alles wegschmeißen muss, sondern dass man irgendwie mit Grinsen dastehen kann und sagt, ja, es ist mit minimalem Aufwand eigentlich auch möglich. Jetzt, Astrid Ebert, Sie sind für die Konzeption zuständig. Wie war die Konzeption? Was haben Sie speziell für den Newsroom konzeptioniert? Wir haben uns erstmal angeschaut, was es für Newsrooms gibt, vor allen Dingen auch im Bereich von Städten. Also sprich, welche Städte überhaupt schon über einen Newsroom verfügen. Das haben wir dann ausgewertet und auch geschaut, welche Tools angeboten werden, welche Funktionen, welche Applikationen. Haben dann geschaut, woraus können wir unseren Nutzen ziehen, was bietet dem Newsroom für das Stadtmarketing einen Mehrwert und was gibt es noch nicht, was können wir prinzipiell wirklich nutzen, um es auch als Alleinstellungsmerkmal darzustellen. Und das war? Was wir uns angeschaut haben, ist eben, dass es jetzt bei uns im Stadtmarketing in dem Newsroom die Möglichkeit gibt, dass bei den internen Blog-Einträgen, die das Stadtmarketing selbst erstellt, die passenden Bilder zum Eintrag von Flickr und die passenden
Informationen oder Videos von YouTube bereitgestellt werden können, sodass der Nutzer optimal aufbereitet immer alle Informationen zu einem Thema bereit hat. Was ist die Herausforderung an den Designer? Die Herausforderung war, dass wir beim Stadtmarketing Mannheim ein quadrates System haben und dass wir das im Layout rüberbringen mussten. Das war nicht sehr einfach, dass alle Boxen eben quadratisch bleiben und trotzdem, dass man übersichtlich bleibt. Und das war dann eben relativ schwer am Anfang, mit dem Kunden da das Layout dann nach seinem Wunsch zu gestalten, haben dann aber doch eigentlich eine gute Lösung gefunden. Es war jetzt der Kundenwunsch und hat es auch eine besondere Herausforderung nochmal gegeben, diese Technik auch ins Design mit rüber zu bringen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich habe ziemlich frei designen dürfen und das Ganze wurde dann vom Herr Kronmeier und vom Herr Bitsch umgesetzt. Also ich war relativ frei, konnte eigentlich machen, was ich wollte und dann gab es quasi eine Übergabe vom Design an die Technik dann und dann wurde das fast 1:1 abgebildet dann. Ja, liebe User, das war's von der Freischaltung des neuen Internetportals der Stadtmarketing Mannheim GmbH. MRNnews.de verabschiedet sich. Auf Wiedersehen.